Ja Leute, heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch, denn wir haben hier die Rarität Collection und ich bin sehr gespannt auf dieses Produkt, denn ja, man sagt, es ist Produkt des Jahres, vielleicht des Jahrzehnts, und es ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein sehr, sehr, sehr gutes Produkt, aber wir werden sehen, denn wir gucken da ganz rein und man sieht ja zu Beginn schon, es ist erstmal sehr unscheinbar und wir haben hier schon einen kleinen Effekt drauf, der schon ein bisschen auf die Raritäten in der Box vermuten lässt, denn hier sind verschiedene Raritäten drin, hier ist nämlich nicht nur eine einzige drin, sondern viele verschiedene. Um genau zu sein, haben wir hier Super Rares drin, wir haben hier Secret Rares drin, wir haben hier Ultra Rares drin, aber das ist ja der Standard. Nein, wir haben auch noch neues, sogenannte Luxury Rares. Ja, und zwar, wir haben einmal die Quanta Sentry Secret Rare, ist ja klar, kennt man ja. Dann Platinum Secret Rare, kennt man auch aus der Vergangenheit, aber kommt jetzt wieder eben zurück. Und wir haben eine neue Ultimate Stufe, das wird sehr spannend, wie die eben aussehen wird. Und wir haben ebenfalls nochmal die Collectors Rare, aber nicht die wir bisher kennen, sondern eher die eben im japanischen Raum, also im OCG-Raum. Das heißt, wir bekommen eine Rarität eben hier rüber und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze. Oh, gefällt mir mit meiner Technik hier, man kann hier einklicken und, oh, aber das ist jetzt, ein bisschen zäher hier. So, können wir? Ich hole euch die Schere. Ah, da geht's doch. Da geht es doch. Naja, was können hier für Karten drin sein? Zunächst einmal, ich kenne nicht viele Karten hier drin, die hier drin sein können. Ich kenne nur 3, 6, 9, 10, 11 Karten. Um genau zu sein, kenne ich zum Beispiel Ash Blossom, aber auch Baroness oder Savage Dragon oder ähnliches oder auch Nibiru oder Droplet oder Topf des Wohlstandes oder Tacticals oder Permanence, also das sind schon richtig gute Karten, aber dieses Set ist ja auch schon im OCG rausgekommen und dort, das war ich jetzt natürlich, dort gibt es, es sieht echt gut aus, dieser Effekt, ihr seht's, als wäre schon eine Collector's Rare, himself, und ja, das sind die Booster, es wirkt, man hätte es nicht gedacht, dass es so wird, ui, es sieht so hübsch aus, hier, es sind wie gesagt 5 Karten pro Pack, und 2 Super Rares, eine Secret Rare und 2 Ultra Rares. Wichtig zu erwähnen ist, diese besonderen Seltenheitsstufen, also die sogenannten Luxury Rares, die eben die Quarter, die Platinum, Ultimate oder Collectors Rare sind, offiziell von Konami so genannt, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 4 bei den Secret Rares und 1 zu 6 bei den Ultra Rares, aber unabhängig voneinander. Bedeutet also nicht, dass wir jetzt hier, wenn wir jetzt hier eine gezogen haben, also hier eben drin, ist hier keine mehr drin. Nein, nein, hier kann genauso eine drin sein. Genauso können eben in einem Pack mehr drin sein und da bin ich gespannt. Es wurde gesagt, dass 2 öfter mal passieren kann, 3 sehr unwahrscheinlich ist, aber auch passieren kann. Da bin ich mal gespannt. So, erstmal, wie gesagt, ich kenne gar keine Karten, also ich, wie gesagt, außer die genannten Karten, die drin sind. So, magische Fusion, super gute Fusionskarte ist hier drin. Nice, nehmen wir mit. Magie, okay, wir haben Spellbook hier drin. Spellbook ist hier drin, auch sehr nice. Super Rare Spellbook ist hier drin. Das war, haben wir Lava Golem, warte, das ist schon. Das ist die Secret Rare. Ich gucke gerade. Das ist die Secret Rare. Auch interessant. Ist ein bisschen dunkler, ne? Ich glaube, soll auch sein. Also ist extra, dass ein bisschen dunkler ist, die Secret Rare hier. Dann haben wir Mond. Märchenschweif als Ultra Rare. Und ja, Schattenpuppen ist ja auch drin. Okay, interessant. Also ich bin sehr gespannt. Ich lege mal raus, was ich sehr nice finde. Also allgemein alles sehr nice. Aber was ich persönlich sehr nice finde. So, weiter geht's. Dann haben wir, Visionsheld, auch immer gut, Visionshelden kann man immer nicht genug haben, der erste Topf, wir wollen zwar einen anderen Topf, aber Topf, der Extravagant ist hier drin, dann vorbereiten, der Ring ist hier drin, das Secret Rare, dann, ja Leute, damit ist ja wohl ganz klar, man kann jede Karte in jeder Rarität bekommen, ja, Super Rare in Ultra Rare, ist egal, wir können alles kriegen und, Schlammdrache des Sumpfes ist ja auch drin, sehr gut, natürlich auch super, super Poly-Target, hoffentlich super Polymation auch hier drin, aber ich vermute mal, Ich weiß nicht, ich muss aufpassen, ich muss hier sehr aufpassen. Ich habe schon mal geschafft, eine Rarität, eine neue, einfach zu überspringen und leider nicht zu sehen. Metalldrache, Entis, der Secret Rare Effekt kommt sehr gut. Der kommt sehr gut, sehr, sehr hübsch. Ich muss gerade überlegen, was, genau, wir können Quantum Secret, oh mein Gott, das ist jetzt richtig, ne, ich wette mit euch, das ist der gleiche Secret Rare Effekt. Ja, ist der gleiche Secret Rare Effekt. Ich werde mit euch, ich werde aussehen. Von wegen skippen! Von wegen skippen! Ich skippe hier gar nichts. Das ist das neue Ultimate Rare. Oh mein Gott! Nibiru! Bist du's? Hübsch! Hübsch! Sehr. Oh, es sieht. Es fühlt sich an. Ja, oh, so schön 3D-mäßig. Hübsch! Hübsch! Nehmen wir und.
Oh, Vorbereitung der Rare. Oh, die erste. Okay, die Spezial-Rares legen wir zur Seite. Die Luxury Rares, um zu sein. So, ich will natürlich. Gefängnis. Oh, da war glatt, glaube ich, was geglättet hat. Ah, gucken wir mal. Gefängnis Eisland, sehr gut. Einzelfeuerblüte. Also, ich gehe ein bisschen durch. Wie gesagt, ne? Ich wusste von denen gar nichts. Redur. Redur hier drin auch. Schön im Secret Rare Effekt. So, dann haben wir hier. Artifact Glanze, auch hübsch. Und, nochmal Mond. Nochmal Mond. Da bin ich gespannt. Boah, ich hätte auch richtig, ich fände es auch richtig cool, wenn ich jetzt hier so super rare verbotene Tropfen oder so wäre interessant. So, Überläufer. Man sieht hier auf jeden Fall, hier sind viele Karten, die auch im OCG-Z drin waren. Hier bekommen wir auch Überläufer zum Beispiel auch. Super gute Karte natürlich. Entschuldigung, bin noch ein bisschen krank. Verbotener Tropfen? Okay. Kommt komisch, aber ja, ich habe gesagt, ich will den Super Rare ziehen. Ich ziehe den Super Rare. Nice. Haben wir da. Und, das ist doch, nee, warte. Halt, stopp. Doch, das ist eine neue. Das ist Quarter, ne? Ja. Nee, das ist, es sieht typisch aus. Es ist auf jeden Fall eine der Secret Rares. Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Hier, man sieht's, sieht man's? Sieht man das? da. Oh ja, ihr Kamera, genau. Da, es glitzert hier der Rand schön. Oh mein Gott. Sehr hübsch. Sehr hübsch, guck grad. Sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch auf jeden Fall. Sehr nice. Dann haben wir Benton, auch hier drin. Und, Ecclesia auch. Ist ja nett. Oh. Nur eine Special. Wir schaffen es noch zwei. Wir schaffen es noch zwei Luxury Rares zu ziehen. Oh, Unicorn in Super Rare. Ey, es ist so nice. Alles in Super Rare hier drin ist. Hidlio, Heißseele, sehr nice. Schwertseele. Und Topf. Warte mal, ich bin... Es ist sehr schwer zu unterscheiden, was jetzt... Ja, egal. Topf, sehr gut. Und, nochmal Einhorn. Als Ultra Rare. Ey, ich find's super. Ha, super. Von der Super Rare zur Ultra Rare. Ey, es gefällt mir sehr gut. Set macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Das Set macht... kaputt gemacht. Das Set macht unglaublich... Oh, und das Redur in Super Rare. Haben wir schon in Secret Rare gezogen. Haben wir jetzt auch in Super Rare. Macht unglaublich Spaß. Wir haben eine. Wir haben ein Spezial Rare. Und... Benton! Krass. Also kennen wir. Aber krass. Hübsch. Warte. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, das erkennbar zu machen. Aber hier ist natürlich wie immer... wie immer schwer zu finden. Da. 25. Sehr, sehr hübsch. Und weiter geht's. Avramax ist da. Und... Ja, wir haben 2 in 1, okay. Das ist die neue Collectors Rare. Und das ist die neue Collectors Rare. Oh mein Gott, ist das hübsch. Es ist ein bisschen anders. Es fühlt sich auch ein bisschen anders an. Also bei uns, der Rand ist glatt, krass. Und die Karte ist ein bisschen rau. Und es glitzert mal. Sehr hübsch. Also, hübsch, wir haben 2 in 1, Leute, wir haben 2 in 1. Ich wollte nur 2 in 1 haben. 2 in 1, nehmen wir mit. So, weiter geht's. Summon Limit, gute Karte. Göttlicher Schleim. Der war bekannt. Wir haben wieder eine Kollektion. Okay, ruhig, ganz ruhig, ne? Wir haben Alpha erstmal. Gute Karte. Super, dass die da drin ist. Oh, Dark Lord, dunkles Gesetz. Eben. Mir fällt gerade auf. Die Seiten, guck mal hier, die Karte an sich so glatt. Da. Aber das Bild, hübsch. Zweimal Collectors Rare. Wir müssen hier sortieren. Warte, Collectors Rares. Das sind die Collectors. Wir haben einmal Ult bisher und einmal Quarter. Und ja, das andere. Ich weiß nicht, was mit Celine los ist. Warum Celine unten auch glitzert? Alles glitzert hier. Okay, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Macht Spaß. Es macht mega Spaß, dieses Set. Orakugel-Modus. Auch sehr nette Karte. Lord im alternativen Artwork. Sehr hübsch natürlich. Gedankengang diesmal als Secret Rare. Warum auch nicht? Ausgleichender Zweikampf. Auch hier drin. Sehr gut. Und Savage Dragon als Ultra Rare. Gefällt mir sehr gut. Sehr gut. Aber diesmal keine luxuriöse Rare. Oh, Chaos Raum ist ja auch drin. Überläufer nochmal, sehr gut. In Secret Rare. Wir haben die ja schon zweimal Ultra Rare gesehen. Dann haben wir hier, Revolution ist Upgrade. Und Inspector Border. Nehmen wir mit.
Ich bin, ja, ey, ganz ehrlich, es sind, es... Was soll ich denn hier? Ey, das ist das Set, das, worauf ich mich übelst gefreut habe das ganze Jahr. Und ich bin nicht enttäuscht, ich bin nicht... Oh, ja, wir haben wieder eine. Okay, es ist aber auch echt unfair, ne? Man, man sieht es ja fast immer hier. Inspector Border, Grab, Called, hübsch, in Secret Rare, hübsch. Ultra Rare und... Ja! Das ist... Nein, das ist so geil. Mann, ey, das, da macht der Hals nicht mehr mit. Oh mein Gott. Wir haben bald... Oh, ist das hübsch! Ulti. Oh mein, Ultimate. Ultimate nehmen wir mit! Oh mein Gott, ich glaube, nee, ich glaube da nicht, oder? War da mal das? Ich weiß nicht. Sanktionsgerät, auch eine gute Karte an sich. Benton ist Secret Rare, Dark Law und Nadia, auch eine gute Karte. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier kein Pack übersehen. Ich glaube, das war die erste Hälfte. Die erste Hälfte? Ey, Leute, ich bin sowas von zufrieden. Okay, wir lassen mal Celine raus, weil ich weiß nicht. Aber wir haben jetzt in einer Hälfte, haben wir schon 6 von den Spezial Rares gezogen, also von den Luxury Rares gezogen. 6 Stück in, warte, 12 Packs? Boah, das ist gut. Na gut, wir haben zwei Vereine aber gehabt, ne? Aber ist super guter Schnitt, Alter. Und wir haben, ey, wir haben, super. Ey, warte mal, ich hab gleich, oh, mir fehlt noch ein Droplet, dann habe ich Placed. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Komm. Komm. Gib es. Lava Golem. Lava Golem auch, wie gesagt, keine schlechte Karte, ne? Gedankengang. Ein Secret Rare. Es ist so schön. In Ultra Rare und, in Ultra Rare. Ich find's so cool. Wir können jede Karte wirklich halt in jeder Rarität haben. Finde ich super. Schattenpuppe. Ja. Wein drin. Topfen Secret. Sieht hübsch aus. Sieht hübsch aus. Sehr gut. Und Topfen Ultra. Jetzt haben wir Playset komplett. Ja. Let's go. Und sehr nice. Topf hier auch drin. Wie gesagt, es ist super. So, weiter geht's. Oh nein, weiter geht's. Okay. Oh, Bell. Stimmt, wir haben noch keine Ash, wir haben noch keine Wailer, wir haben keine Permanence. Leute, gib mir in Permanence, gib mir, gib's mir, komm. Bell, Magiebuch, zweite. Aber hier auch, die Box glitzert. Die Blocks glitzern, genau. Warte, ist das Platinum? Nee. Warte, wohin das schon? Haben wir schon Platinum Secret Rare gezogen? Ey, Leute, ihr in den Kommentaren gleich, das hat man doch gesehen. Und ich so, ja, ich bin überfordert. Nee, das, okay, egal. I like it. Ich pack's so Dings. Ich pack's so gut. Grümpel ist ja auch drin. Junkberry. Sehr gut. So, weiter geht's. Oh, was ist das denn? Falsch rum? Oder, nee, ich glaube, das ist falsch rum. Nee, Biro. Ich weiß gar nicht. Die zweite, die dritte. Und... Oh mein Gott, insbesondere voll auf Albers von Secret. So hübsch. So hübsch und Antika Feendrache und ja, zweiter Nibiru, zweiter Ulti. Oh mein Gott, zwei. Let's go. Ja. Guck mal, wir haben vor allem, oh mein Gott, ey, sehr, 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 sehr nice. Sehr, sehr nice. Und komm. Und komm. Komm. Gedankengang. Nehmen wir mit. Dark Ruler! Sehr gut. Also das Set hat wirklich alle Karten. In Secret Rare. Auch sehr hübsch. Cherubini und von Called By. Dark Ruler auch hier drin, ne? Super. Also es ist, glaube ich, wirklich alles das drin, was das Herz begehrt. Sehr gut. Rettung des Magiers auch drin. Artemis auch neu. Schism in Secret Rare. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Schism. Und Dingriso auch als Ultra Rare drin. Also. Ich sag auch als Ultra Rare drin. Die ist auch als Super Rare drin, aber ich meine, die ist auch hier drin. So rum, ne? So wird eine Schule raus. Dann haben wir ja Bestrafung, Punishment. Auch natürlich eine gute Karte. Zwangs. Oh, ein Secret. Ich liebe den Secret Rare. Effekt. Oh, er ist hübsch. Er ist hübsch. Dann haben wir Grümpel und. Dragus P, ja. Oh, ich wollte gerade sagen, die sind. Die Collectors. Aber Dragus P, ja, auch super gute Karte. So, komm. Wir wollen noch Hits. Wir wollen noch Hits. Ey, das. Komm bitte. Striker. Oh! Oh mein Gott! Es glitzert. Oh! Zwei! Es sind zwei! Okay, ich Maurice. Oh, ist es schon? Oh, hübsch! 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 Okay. Hübsch, er ist gut. Hübsch. Und noch eine Ulti! Noch eine Ultimate. Oh mein Gott, das sieht hübsch aus. Alter. Muss mal gucken.
Sieht so hübsch aus. Es sieht so hübsch aus. Okay, 2 in 1 wieder. Also ja, Leute, ihr seht, es ist durchaus möglich, 2 in 1 zu kriegen. Das ist gar kein Problem. Weiter geht's. Die Leute waren ja erst noch ein bisschen skeptisch. Kriegt man da überhaupt wirklich welche? Ja, kriegt man sie mal. Auch gute Karte, ne? Super gute Karte. Jack. Oh, schon wieder. Ich liebe diesen Secret Rare Effekt. Da, man sieht es. Jackalop. Jackalop, komm. Hüpf. Da. Die Box. Jetzt haben wir die auch in Ultra Rare. Alter, alle als Ulti. Ist ja hübsch. Alle. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, was. Oh mein Gott, es glitzert wieder! Leute, weiter geht's. Es glitzert wieder. Nadia, super gute Karte. Heiß. Jo, 2 in 1 wieder. Was ist das denn? Warte, das ist. Nee. Beides wieder. Nee. Hä? Ich bin. Dort ist der Ulti. Dort ist der Ulti. Ist der Ulti. Guck mal hier. Man sieht's immer, wenn das so reißt, wenn es so 3D-mäßig ist. Das ist immer sehr schön. Einfach 2 in 1 wieder. Super hübsch so. Ne, wir hatten noch kein 3, aber das ist halt auch sehr selten, ne? 3, 6, 9, 10, 11. Komm, eine noch. Dann haben wir wirklich eben Hälfte der Packs einfach. Also, Schnitt natürlich. Hälfte der Packs einfach. Das gab Taktik. Ja, Leute. Oh mein Gott. Es macht so viel Spaß. Talente, 3 Taktiken. Super gute Karte. Wow, Themis. Let's go. Sieht sehr gut aus. Und Antiker Feendrache. Und Tourguide ist ja auch drin. Tourguide. Sehr nice. Bedeutet also, wir gehen gleich nochmal durch. Es ist ja unglaublich so. Und das andere Set. Gerümmt. Also es ist echt das. Es ist noch eine. Oh mein Gott, es ist noch eine. Was ist das? Gerümpelkrieger. Verstärkung für die Armee. 20 Minuten und Jackalope nochmal in Ultimate. Let's go. Alter, Leute. Ist unglaublich. Ich habe noch nie so viele Highlights. Ich weiß gar nicht. So, wir haben jetzt hier. Guck mal, wir sortieren mal. Warte, nee. Jackalope ist. Nee, ist Collectors. Okay. Das ist hier Collectors. So, warte. Wir haben als Ulti haben wir 1. Hey, warte. So. Ja. Wir haben 1, 2, 3. Nee, das ist ein Collectors. Gar nicht so einfach hier zu sortieren. Das ist. So, ne? Ja. Okay, wir haben. Als eben Ultimate. 6 Stück. Krass, ne? 6. Dann haben wir 4 Collectors. Obwohl. Ja, da ist Collectors, aber es ist auch 3D-Effekte drauf. Hübsch. Wie gesagt, 4. Was haben wir jetzt? Wir haben wirklich. Was war das? 6, 10, 13, ne? Das ist unglaublich guter Schnitt, glaube ich. Oder weiß ich nicht. Ist das ein normaler Schnitt? Ich habe keine Ahnung. Ich öffne das erste Mal so ein Set. Ja, und dann hier natürlich, kommt mal ein bisschen näher, dann glitzert die auch richtig krass. Nochmal 3 mehr, krass. Boah, das ist super, super gut. Und dann haben wir halt noch dieses Secret Rare, wo ich irgendwie nicht zuordnen kann. Ist das, nee, ist nicht Platinum Secret Rare, oder? Ist das die Platinum? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ihr werdet es halt eben mehr wissen. Und dann, ich habe mal so ungefähr 2 Stapel gemacht, ungefähr. Aber die 2 Stapel, die sind null gerecht dem. So, wir gehen mal durch. Wie gesagt, ich finde es super nice, dass hier einfach jede Karte als Super Rare, als Ultra Rare oder eben als Secret Rare drin sein kann. Plus eben den Luxury Rares, was natürlich sehr hübsch ist. Dann haben wir hier, ja, die Secrets sind halt super dazwischen, ne? Schill sind natürlich auch eine gute Call by, auch eine gute Karte, ne? Ja, auch einfach ein Secret Rare, so. Sehr nice. Zwangs, Call, Inspector Border. Some Lemon, aber Max. Auch Unicorn, auch hübsch. Ecclesia. Einzelfeuer. Ah ja, auch eine super gute Karte natürlich. Und dann haben wir hier, ja, Schism und so. Sehr nice. Und dann nochmal die rausgelegten. Und mir dachte, ja, hier Savage, Evely, Droplet, Topf, Überläufer, Topf. Ah, wir haben den anderen Topf gar nicht gezogen, ne? Nee. Topf des Wohlstandes haben wir leider nicht gezogen. Tacticals, auch sehr nice. Punishment, Dark Ruler, Albas, Nibiru, Bell, Topf. Wie gesagt, nicht des Wohlstandes, Lavagun auch, Alpha Beast auch nett, Rakul-Modus auch, ist natürlich eine gute Karte, Chaosraum, Gedankengang, ja, aber im Großen und Ganzen, ich glaube für mich persönlich, ist einfach der Highlight, dass ich einfach jetzt hier das hier habe, weil, ja, fehlt mir nur einer, dann habe ich Plays hier komplett, ne, ich meine, obwohl Nibiru,
in Quarter Secret. Sieht bestimmt auch mega hübsch aus. Ich würde gerne alle haben. Aber, ach, Droplet. Droplet ist auch natürlich ein richtig schönes Highlight. Ja, ich muss sagen, ein super cooles Set. Ich würde sagen, das war es hier von den Opening. Für mich ist es das Set des Jahres. Definitiv. Es macht mega Spaß zu öffnen. Es sind mega gute Karten drin. Was will man mehr? Also was will man wirklich? Verschiedene neue Raritäten, verschiedene Raritäten, jede Karte in Super Rare sogar. Also wenn man eine Karte in Super Rare haben will, muss man jetzt nicht den Ultimate Print nehmen. Gefällt mir super, es gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ich bin auf jeden Fall nicht enttäuscht. Das Set, ich muss mehr aufmachen. Ich muss mehr auf davon machen. Aber das war jetzt erstmal hier von diesem Video und von diesem Opening. Ich denke mal, ein Set reicht erstmal, ne? Ja, ich will echt mehr öffnen. Ich will mehr öffnen. Es macht wirklich Spaß zu öffnen. Weil, ja, man weiß nie, was kommt. Es ist super cool. Gefällt mir wirklich sehr, sehr nice. Aber Leute, ich wünsche euch jetzt mit diesem Opening einen wunderschönen Tag. Und natürlich auch viel Spaß beim Duellieren.